Ja, daran sieht man, es ist nicht einfach, sich zu entscheiden. Deshalb wollen wir beide Positionen noch ein bisschen vertiefen. Und zwar mit Martin Hagen. Er ist der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bayerischen Landtag und hat den Koalitionsvertrag mitverhandelt und sagt, es ist Zeit, dass wir Cannabis endlich legalisieren. Schönen guten Abend, Herr Hagen. Guten Abend, Frau Serratis. Und aus Berlin ist uns zugeschaltet der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der sagt, Cannabis muss illegal bleiben. Schönen guten Abend, Herr Wendt. Hallo nach München. Bevor wir jetzt gleich diskutieren, würde ich tatsächlich von Ihnen beiden erfahren, wie sieht es aus mit Ihrer Praxiserfahrung mit diesem Stoff, Herr Hagen? Ich habe schon mal dran geschnuppert. Mehr möchte ich jetzt im Beisein eines Polizisten okay, nicht sagen. Herr Wendt, Ihre Praxiserfahrung? Nur im Dienstlichen. Nur in meiner dienstlichen Tätigkeit. Okay, ich hinterfrage das nicht weiter an dieser Stelle. Aber in einem Satz tatsächlich würde ich gerne von Ihnen wissen. Zuerst von Ihnen, Herr Hagen, bitte vervollständigen Sie den Satz. Warum sollte Cannabis freigegeben werden? Cannabis sollte freigegeben werden, weil ein regulierter, kontrollierter Handel besser ist als der Schwarzmarkt, den wir momentan haben. Okay. Jetzt Ihr Satz, noch nicht darauf reagieren, aber Ihr Satz, was wäre Ihr Satz zu sagen, wieso sollte Cannabis weiterhin verboten bleiben? Cannabis ist mit viel zu großen Gefahren für insbesondere junge Menschen verbunden und deshalb sollte es weiterhin sanktioniert bleiben, denn ein Nutzen der Freigabe ist nirgendwo erkennbar. So, Herr Hagen, was sagen Sie dazu? Ist doch nachvollziehbar, ja, was Herr Wendt dort sagt. Herr Wendt hat recht, dass Cannabis nicht in die Hände von Jugendlichen und Kindern gehört. Und deswegen ist es besser, wenn wir einen regulierten Handel haben, der Jugendschutz sicherstellt, denn der Dealer fragt nicht nach dem Ausweis. Einen regulierten Markt, der auch Produktqualität, Verbraucherschutz sicherstellt, denn der Dealer verkauft möglicherweise gestreckte, verunreinigte Ware. Der hat auch härtere Drogen im Angebot. Und in einem regulierten Handel, wie wir das zum Beispiel in Kanada oder einigen US-Staaten haben, da ist der THC-Gehalt transparent, da wird nach dem Ausweis gefragt. Der Staat hat die Hand drauf und da läuft das alles geordnet ab. Und ich glaube, das ist besser als die Situation, die wir momentan haben. Herr Wendt, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Was sagen Sie dazu? Ja, ist es auch. Es ist auch viel zu schön, um wahr zu sein. Das ist absolutes Wunschdenken. Schon im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass in zertifizierten Geschäften an Erwachsene abgegeben werden soll. Nirgendwo wird ein Wort darüber verloren, wo denn die 12- bis 18-Jährigen kaufen. Die gehen weiterhin zum Dealer. Und für das Angebot an Beratung und an Sucht, an Hilfe im Suchtfalle ist der Bund schlichtweg gar nicht zuständig. In den Ländern und in den Kommunen wird keine einzige zusätzliche Stelle für Suchtberatung geschaffen werden. Und das kann auch der Bund nicht tun. Da können die in ihren Koalitionsvertrag hineinschreiben, was sie wollen. Nun war eben ein Argument, dass der Stoff dann aber ja sauberer wäre. Das wäre doch zumindest schon mal, sage ich mal, eine Stufe besser als das, was wir jetzt haben. Er wäre vor allen Dingen erheblich teurer, weil ja zunächst einmal die Gewinnspanne für die Apotheken da drauf muss, wenn sie das dann verkaufen sollen. Und dann will der Staat ja auch noch am Drogenhandel mitverdienen. Das heißt, es kommt noch ein erheblicher Steueranteil obendrauf. Das können sich dann wirklich nur Gutverdiener leisten. Jugendrichter beispielsweise, die das gerne haben wollen. Die anderen, die müssen weiter zum Drogendealer um die Ecke gehen. Also Kiffen nur noch als Sonderstatus, Herr Hagen. Wie will der Staat das denn regulieren? Naja, wir haben ja schon legale Drogen, die legal verkauft werden und auch besteuert werden. Alkohol, Zigaretten sind so ein Beispiel. Und obwohl Alkohol besteuert ist, kaufen die Leute den im Geschäft und gehen nicht zum Schwarzmarkt und kaufen da das Zeug, was irgendwo im Keller gebrannt wurde, ne? Also das heißt, es funktioniert, das sehen wir auch in anderen Ländern. Und gerade für den Berufsstand von Herrn Wendt muss ich sagen, ich glaube, dass die Polizisten in Deutschland, genauso wie die Justiz in Deutschland, Besseres zu tun haben, als sich jedes Jahr mit 225.000 Cannabis-Delikten rumzuschlagen. Das heißt, wir könnten ja einen illegalen Markt in die Legalität holen. Leute, die momentan kriminalisiert werden, könnten einfach selbstbestimmt das konsumieren, was sie möchten. Erwachsene Leute, freie Entscheidung. Und Polizei und Justiz könnten sich um echte Verbrechen kümmern. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Herr Wendt, das müsste Ihnen doch, das müsste doch gut für Sie sein, wenn Sie sagen, Mensch, da können wir die Polizei mit entlassen. Wäre doch eigentlich ein Argument dafür. Ja, das wäre auch ein Argument, um andere Straftaten einfach zu legalisieren. Das kommt mir ziemlich skurril vor. Außerdem, wenn die Kifferbefürworter der Polizei helfen wollen, da bin ich sowieso immer ein bisschen misstrauisch. Aber an einem Punkt stimme ich meinem Vorredner ja zu.
wenn es nämlich um das Kriminalisieren geht. Wir haben ja auch nicht vorgeschlagen, dass alles so bleiben soll, wie es ist, sondern man kann sich durchaus andere Wege vorstellen, beispielsweise die Überführung des Konsums ins Bußgeldrecht, gekoppelt mit einer echten Beratung vor Ort, nämlich mit einer zwingenden Beratung vor Ort. Die findet ja im Moment überhaupt gar nicht statt, weil es niemand wirklich machen muss. Das heißt, es wäre überhaupt nichts verändert, wenn man das jetzt einfach legalisiert, außer dass der Markt geöffnet wird und weiterhin illegaler Anbau stattfinden wird, illegaler Handel. Wir haben schon ein großes Pilotprojekt in den Niederlanden, da wissen wir und sehen wir, wohin das führt. Genau das sind die Zustände, die wir in Deutschland nicht haben wollen. Das wäre doch vielleicht ein Kompromissvorschlag, oder? Wenn man sagt, das ist eine Ordnungswidrigkeit, warum gehen Sie den Schritt nicht und wollen quasi radikaler gehen? Ich glaube, dass wir den ganzen Weg zur Legalisierung gehen müssen. Und die Niederlande, die ja Wendt angesprochen hat, ist ein gutes Beispiel. In den Niederlanden ist Cannabis eben nicht legalisiert. Sondern es ist straffrei, in kleinen Mengen zu besitzen. Es ist straffrei, in den Coffeeshops zu verkaufen. Aber diese Coffeeshops versorgen sich am Schwarzmarkt. Es gibt keinen legalen Großhandel, keinen legalen Anbau. Und da finde ich das Modell in den USA oder in Kanada besser. Da ist nicht die Mafia diejenige, die profitiert, sondern das sind Start-ups, die Steuern zahlen, die Arbeitsplätze schaffen, die dort Cannabis anbauen in kontrollierter Qualität und dann eben die Shops damit versorgen. Mhm. Ich finde, das ist besser und damit vermeidet man auch die Probleme, die momentan in den Niederlanden existieren. Okay, das heißt, in Zukunft wäre das so, dass... Aber es wird dann, ja, Herr Wendt? Es wird durch die Wiederholung ja nicht, es wird ja durch die Wiederholung nicht richtiger. Die Koalitionspartner sagen ja, man macht nur ein Cannabiskontrollgesetz und dann wird das alles kontrolliert. Entschuldigung, das ist doch Wunschdenken, das findet doch vor Ort überhaupt gar nicht statt, denn der Bundestag wird keine einzige Stelle schaffen, der ist auch gar nicht dafür zuständig, um Cannabisanbau oder Handel zu kontrollieren. Das müssen, wenn überhaupt, die Länder und die Kommunen machen und ich garantiere Ihnen, sie werden es nicht machen. Wir werden genau diese holländischen Verhältnisse bekommen mit illegalem Anbau, illegalem Handel, mit Bandenkriegen auf offener Straße. Und das sind noch einmal genau die Zustände, die wir nicht haben wollen. Der Bund hat hier ein Wunschprogramm aufgelegt. Das hält aber der Realität überhaupt nicht stand. Denn das muss in den Ländern und in den Kommunen gemacht werden. Und da hat der Bund schlichtweg keine Zuständigkeit. Er will Milliarden von Steuergeld am Drogenhandel verdienen. Aber nichts davon wird in den Kommunen ankommen. Das haben wir in anderen Zusammenhängen immer wieder erlebt. Also wie wollen Sie verhindern, dass wir nicht holländische Verhältnisse hier haben. Wie können Sie das garantieren? Naja, da sprach jetzt, glaube ich, weniger der Polizeigewerkschafter als der CDU-Politiker Rainer Wendt. Das ist klar, dass der die Pläne der Ampel nicht gut findet und das ist ja auch völlig in Ordnung. Sie wissen, wir versuchen seit Jahrzehnten das zu machen, was Herr Wendt vorschlägt, nämlich staatliche Repression. Und es funktioniert nicht. Wir haben 4 Millionen Leute, die Cannabis konsumieren. Etwa 50% der jungen Menschen haben das schon probiert. Das heißt, diese Prohibition, die schon beim Alkohol in den USA damals nicht funktioniert hat, die nur die Mafia groß gemacht hat, die funktioniert bei Cannabis genauso wenig. Und deswegen ist es doch jetzt richtig, dass die Ampel mal einen neuen Weg geht und was Neues ausprobiert, was in anderen Ländern, ich habe Kanada oder die USA erwähnt, gut funktioniert. Gut, dann machen wir jetzt noch mal das, was wir am Anfang gemacht haben. Jeder in einem Satz noch. Für Sie, Herr Hagen, soll Cannabis für jeden ab 18... Entschuldigung, ich habe mich, wenn es nach mir geht, Entschuldigung. Wird der Cannabis-Shop wann eröffnet? Die ersten legalen Cannabis-Shops werden auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode eröffnet, das heißt in den kommenden 4 Jahren. Und dann werden wir nach einiger Zeit eine Evaluation machen, also mal prüfen, wie sich das bewährt hat, ob es noch irgendwo Probleme gibt, wo man nachsteuern kann. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir insgesamt dann eine bessere Situation haben als die momentan. Herr Wendt, für Sie, wenn ich eins meiner Kinder im Cannabis-Shop erwische, dann... Passiert erstmal gar nichts, weil ich werde mit meinem Kind ausführlich reden und mein Kind davon überzeugen, dass es die Finger von den Drogen lassen soll. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Ich habe übrigens 5 Kinder und ich glaube gar nicht, dass das bei irgendeinem von denen passieren wird. Schon deshalb, weil unter anderem ich sie erzogen habe. Okay, alles klar. Wir haben Sie ja vorhin gefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sehen Sie das? Und hier ist das Ergebnis. Soll Cannabis legalisiert werden, ja oder nein? 68 sagen ja, soll legalisiert werden und 32 sagen nein. Also ganz klar eine positive Haltung zur Legalisierung. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben und dass wir das hier ausführlich diskutieren konnten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Applaus